Schon vergeben? Der Vergaberecht-Podcast von Heuking, Kühn, Lühr, Woytek. Diesmal nachhaltige Vergaben 3, Miete eines neuen Bürogebäudes. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Podcast-Folge mit dem Thema Miete eines neuen Bürogebäudes mit meiner Wenigkeit Max Richter und Christopher Marx. Das Thema Mieter eines neuen Bürogebäudes ist für Auftraggeber immer wieder virulent, wobei beachtet werden muss, dass normalerweise die Miete nicht auszuschreiben ist. Anders ist das jedenfalls immer dann, wenn man als Auftraggeber nicht nur die Miete ausschreibt, sondern mit dieser Miete auch ein Bauauftrag verbunden ist, dahingehend, dass gewisse Vorgaben an den Standort gemacht werden und auch an die Ausgestaltung des Gebäudes. Darüber wollen wir heute mit Ihnen reden, damit Sie die groben und wichtigsten Stellschrauben für solch eine Vergabe mal kennenlernen, auch welche Vorteile damit verbunden sind. Und dafür haben wir heute hier auch mit Herrn Marx drin, der sich da sehr gut drin auskennt. Und da wäre meine erste Frage an Herrn Marx: Welche Vorteile denn so ein Mietmodell gegenüber einem klassischen Bauauftrag hat? Das Mietmodell hat eigentlich mehrere Vorteile für den öffentlichen Auftraggeber. Denn anders als bei einem klassischen Bauauftrag werde ich ja nicht zwangsläufig Eigentümer des Gebäudes, sondern bin nur eine bestimmte Zeit in dem Gebäude. Jetzt nehmen wir mal für unsere Fälle an, dass es sich um die sogenannte Miete vom Reißbrett handelt. Das heißt, es gibt das Bürogebäude noch nicht in der Form, sondern es wird noch neu errichtet. Oder ein bestehendes Bürogebäude wird deutlich umgebaut, saniert und somit passfähig für unseren Auftraggeber gemacht. Denn das sind die Fälle, in denen es sich um einen Bauauftrag im Mietkleid handelt. Denn in diesen Fällen überwiegt doch ein gewisses bauliches Element, sodass wir nicht in einem vergaberechtsfreien Mietauftrag sind. So, das Mietmodell hat den ersten Vorteil, dass ich mich natürlich nur für eine bestimmte Zeit binde an eine Immobilie. Das hat man gerade in den letzten Jahren gesehen. Das Homeoffice hat gerade durch die Corona-Pandemie deutlich an Bedeutung gewonnen. Und ein Mietvertrag gibt mir natürlich immer eine höhere Flexibilität, als wenn ich mir als öffentlicher Auftraggeber selber als Eigentümer das Bürogebäude errichten lasse und dann die Risiken der Folgenutzung, insbesondere dann Vermietung an andere Zwecke oder dergleichen, ans Bein binde. Ein weiterer Vorteil ist, anders als bei einer klassischen Bauvergabe, selbst wenn es eine totale Übernehmervergabe wäre mit Planen und Bauen aus einer Hand, habe ich hier eine langfristige Verpflichtung des Vermieters zur Instandhaltung und Instandsetzung. Das heißt, beim normalen Bauauftrag plant mein Auftragnehmer, danach errichtet er das Gebäude, dann läuft noch die Gewährleistungsfrist für einige Jahre, für manche Teile des Gewerks länger, für manche eher kürzer. Aber nach Ablauf der Gewährleistungsfristen ist der Bauunternehmer einfach raus. Der Vermieter hingegen ist bei gut angelegten Mietmodellen langfristig für alles, was nicht bloß Schönheitsreparaturen ist, verantwortlich. Dadurch hat er plötzlich einen ganz anderen Ansatz bereits bei der Planung des Gebäudes. Denn es wird für ihn wichtig, ein Gebäude zu planen und zu richten, das sehr gut instand zu halten ist, bei dem nicht häufig Instandhaltungsarbeiten anfallen und was einfach auch später noch gut nutzbar ist, wenn der Mieter in Form des öffentlichen Auftraggebers die Immobilie verlassen hat. Das berücksichtigen die schon bei der Planung und haben damit den eigenen Anreiz. Ein weiterer Vorteil dieses Modells ist, dass sich der öffentliche Auftraggeber nicht selbst auf die Flächensuche begeben muss, sondern bei der Ausschreibung des Mietvertrages schon Vorgaben an den Standort machen kann. Also nicht nur, wie groß muss mein Bürogebäude sein, sondern auch, wie nah muss der Standort an der Nahversorgung liegen, das heißt umliegende Cafés, Restaurants, Supermärkte, ebenso wie Nahverkehrsanbindungen, was sehr wichtig ist. Also wie weit darf die nächste U-Bahn- oder Straßenbahnhaltestelle nur entfernt sein? Denn die Investoren, die sich auf diese Ausschreibung bewerben, haben oft nochmal andere Möglichkeiten, am Markt Grundstücke zu akquirieren und gegebenenfalls auch durch Zusammenschlüsse zu Projektgesellschaften
Grundstücke anzubieten. Und als letzter wesentlicher Vorteil ist noch der Einfluss des öffentlichen Auftraggebers auf die Nachhaltigkeit des Gebäudes zu nennen. Denn bei einem normalen Planungs- und Bauauftrag muss ich zwar auch oder kann ich planerische Vorgaben an die Nachhaltigkeit des Gebäudes machen, aber diese sind oft ohne Druck für den Auftragnehmer verbunden, für den Fall, dass er sie nicht einhält. Das mag bei einer Zertifizierung nach DGNB Platin-Standard oder ähnlichem nicht so wesentlich sein, aber wenn ich einen Mietvertrag ausschreibe und zugleich sage, für wesentliche technische Anlagen, Beispiel Klimaanlage oder Aufzugsanlage, pauschaliere ich die Instandhaltungskosten sowie den Energieverbrauch und der Vermieter bekommt vom Mieter nur diese Pauschale gezahlt. Damit geht nämlich das Risiko eines erhöhten Energieverbrauchs auf den Vermieter über und er hat plötzlich einen echten wirtschaftlichen Anreiz, möglichst energiesparsam zu bauen. Das ist ein sehr gutes Beispiel bei dem Energieverbrauch für Heizung und Klimatisierung eines Gebäudes, weil es dann nicht mehr die ganz großen Glasfassaden hat, die sich im Sommer aufheizen und dann wieder mit einer Klimaanlage runtergekühlt werden, sondern es wird dann auch ganz anders gebaut von der Gebäudehülle, um ein möglichst energiesparsames Gebäude dann zu erreichen. Also bietet das Mietmodell dem öffentlichen Auftraggeber erstmals Flexibilität und dann auch vielseitige Möglichkeiten, das Gebäude bzw. den Mietvertrag so auszugestalten, dass die Kosten gering gehalten werden und das nicht nur im Bauauftrag, sondern auch über die gesamte Zeitdauer der Benutzung des Gebäudes. Da stellt sich dann jetzt natürlich die Frage, wie oder mit welchen Regelungen kann ich das im Vergabeverfahren und im Vertrag denn besonders gut umsetzen? Also die Ausschreibung ist häufig eine klassische Bauausschreibung nach der VOBB, aber ich schreibe einen Mietvertrag aus. Und diesen Mietvertrag, wenn ich den ausschreibe, den muss ich sehr mieterfreundlich auslegen. Das ist für einen Juristen sogar ganz angenehm, denn das Mietrecht sieht eigentlich vor, dass der Mieter für gar nichts an der Mietsache verantwortlich ist, sondern alle Instandsetzungs- und Instandhaltungspflichten treffen den Vermieter. Das heißt, es kann grundsätzlich bei dieser Pflichtenverteilung erstmal bleiben und dann werden einzelne Pflichten, zum Beispiel Schönheitsreparaturen und dergleichen, auf den Mieter übertragen. Und so kann ich einen sehr strikten Katalog formen von Pflichten für den Vermieter und wiederum für den Mieter. Und je mehr Pflichten ich bei dem Vermieter platziere, umso teurer wird es natürlich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite umso mehr Anreiz hat der Vermieter durch den Wettbewerbsdruck, diese Pflichten möglichst wirtschaftlich, das heißt auch kostengünstig, zu erfüllen. Und den Druck habe ich nicht, wenn ich einfach nur ein Gebäude vorgebe, was dann errichtet wird und ich selber anschließend für 15, 20, 30 Jahre für die Bewirtschaftung dieses Gebäudes verantwortlich bin. Gut, und Sie hatten gerade auch schon angesprochen, dass für die öffentlichen Auftraggeber eine Vergabe eines Mietmodells auch deshalb interessant ist, weil man sozusagen auch die Standortfindung in den Markt geben kann. Wie packe ich das denn am besten in das Vergabeverfahren rein? Welche Nachweise sollen uns da die Bieter geben? Und ab welcher Phase müssen Grundstücke feststehen, sodass ich sie dann auch entsprechend bewerten kann? Mit dem Teilnahmeantrag sollten natürlich in der Ausschreibung die Bieter schon einen ersten Standort des Gebäudes nennen. Sie können noch nicht verlangen, dass der Bieter oder zu der Phase noch der Bewerber einen gesicherten Zugriff auf das Grundstück hat. Dann müsste er ja entweder schon Eigentümer sein oder er müsste eine feste Kaufoption haben. Das ist häufig zu früh im Verfahren, denn dafür ist auch der Teilnahmewettbewerb mit 30 Tagen häufig zu kurz bemessen. Deshalb genügt hier eine Form des Letter of Intent oder Ähnliches. Was sich dann aber im eigentlichen Verhandlungsverfahren nach Auswahl der Bieter verdichten muss. Und ganz wichtig ist am Ende des Verfahrens darauf zu achten, dass ich keinen Zuschlag an einen Bieter erteile,
der selbst wiederum noch keinen gesicherten Zugriff auf das Grundstück hat. Wenn ich das ausnahmsweise machen will, muss ich halt mit Rücktrittsrechten arbeiten. Aber ich will aus Sicht des Auftraggebers keine Situation schaffen, in denen ich mich über einen Mietvertrag an ein Unternehmen gebunden habe, das Unternehmen aber selber noch nicht endgültigen festen Zugriff auf das Grundstück hat oder im schlimmsten Fall auch das Baurecht noch nicht besteht. Das sind also sehr viele Unwägbarkeiten, die in diesem Vergabeverfahren aufzufangen sind und dann entweder im Verfahren, das heißt vor Abgabe der letztverbindlichen Angebote, abzuräumen sind oder auch in der Phase nach Zuschlag über die vertragliche Gestaltung, insbesondere Rücktrittsrechte, abzubilden sind. Und zusammengefasst lässt sich dann also sagen, dass man über die Vergabe eines Mietmodells viele Vorteile ausschöpfen kann, nämlich einerseits die Standortsuche, andererseits aber auch, dass man gewisse Risiken einfach auf den zu suchenden Auftragnehmer überträgt, wie Instandhaltungskosten, aber auch Aspekte der Nachhaltigkeit, die nicht nur in dem Energieverbrauch sich erschöpfen, sondern auch natürlich standortbezogen sind, je nachdem, wie die Anbindung des jeweiligen Gebäudes ist. Was aber auch dazu führt, dass man im Vergabeverfahren sehr präzise Stellschrauben einbauen muss, um von Anfang an über den Teilnahmewettbewerb sich langsam auf die bestmögliche Lösung zuzuarbeiten. Vollkommen richtig. Und auf den ersten Blick mag so ein Mietmodell etwas teurer erscheinen, aber was man natürlich berücksichtigen muss, ist, dass die wesentliche Phase bei den Kosten, die das Gebäude verursacht, nämlich später ja auch die Bewirtschaftungsphase, das heißt nach Einzug in das Gebäude ist. Und das steckt mit in der Miete zu weiten Teilen drin. Das heißt, es sind nicht nur reine Baukosten. Um das Ganze wieder ein bisschen abzufedern, kann man das Modell natürlich immer mehr anreichern und damit natürlich auch verkomplizieren, zum Beispiel über eine Forfaitierung der Miete an eine Bank gegen Einredeverzicht, um auf möglichst gute Kreditkonditionen der öffentlichen Hand zu kommen. Das sind allerdings dann weitere Schritte in diesem Modell, die man einzeln abwägen sollte, ob sie hier passen oder eben nicht passen. Ist das Mietmodell denn immer die beste Lösung, wenn man neue Büroräume sucht, oder ist im Einzelfall vielleicht doch ein Bauauftrag besser? Ja, das lässt sich natürlich nicht pauschal beantworten. Man muss sich wirklich den Einzelfall ansehen. Häufig ist auch ein Bauauftrag sehr zielführend für den öffentlichen Auftraggeber, insbesondere wenn er schon Flächen hat, denn sonst müsste er mit einer Konstruktion aus Erbbaurechtsmodell und anschließender Miete des Büros arbeiten. Und wenn er zusätzlich eigenes Personal für die Bewirtschaftung hat, denn der öffentliche Auftraggeber will natürlich darauf achten, dass er sein eigenes Personal weiter einsetzt. Das kann er aber nicht, wenn der Vermieter plötzlich dafür zuständig ist und dann hat er an einer anderen Stelle ein großes Problem. Deshalb ist das Mietmodell ein hervorragendes Modell, wirklich um nachhaltig zu bauen und das auch auf den Vermieter überzuwälzen im Sinne einer nachhaltigen Planung, eines nachhaltigen Baus und einer nachhaltigen Bewirtschaftung. Aber es ist nicht das Modell, was ungeachtet der Einzelheiten jeden Fall perfekt lösen kann. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, wir konnten Ihnen mit unserer Kurzfolge nun einen guten Einblick in das Mietmodell von Bürogebäuden geben und vielleicht auch Sie damit ein wenig inspirieren. An dieser Stelle möchten wir Sie gern auch nochmal auf unser Buch Nachhaltige Vergaben – Green Procurement hinweisen, dass Sie über den CH Beck Verlag beziehen können. Zudem, wenn Sie weitere Informationen zu unserem heutigen Podcast haben möchten, finden Sie diese in den Shownotes. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.